Heute ist ja Premiere, der zweite Teil von Hotel Transsilvanien. Sie sind auch ein Vampir in diesem Film, also Sie sprechen zumindest einen. Was meinen Sie, warum sind solche Wesen so beliebt bei Menschen? Warum faszinieren die einen so? Na, ich glaube, dass viele Leute ja gerne ein bisschen Schauer und Horror und Gruseln empfinden. Und das sieht man ja auch an sehr guten Kriminalromanen, die die Leute manchmal sogar neben sich auf dem Nachttisch liegen haben, neben dem Bett. Also ich glaube, dass das nicht bloß Kindern passiert, sondern dass auch Erwachsene das ganz gerne mal haben. Gibt es denn Eigenschaften von Vampiren, die Sie gerne selber hätten oder die Sie vielleicht an sich auch schon wahrgenommen haben in irgendeiner Form? Nein, ich bin gerne ich selber. Schon. Schluss aus.